Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Nach einer längeren Pause sind wir nun wieder regelmäßig mit Horoskopen für euch zurück. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat Juni an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Die Sonne befindet sich im 9. Haus der Zwillinge und steht im Luftdreieck, das die Kommunikation betont. Es gibt aber auch noch eine starke Konzentration von Energie im 8. Haus, das komplexer ist und mit den unsichtbaren Aspekten des Lebens zu tun hat. In den ersten 10 Tagen dieses Monats findet eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Nordknoten statt, die besonders hilfreich sein könnte, wenn du finanzielle Unterstützung für eine Immobilie, ein Geschäft oder eine feste Bindung suchst. Diese Konjunktion kann positive Möglichkeiten für Wachstum und Expansion in diesen Bereichen mit sich bringen. Venus im Zeichen Krebs bildet in den ersten 10 Tagen auch eine Opposition mit Pluto. Dieser Aspekt kann Chancen mit sich bringen, die das Potenzial für eine Hebelwirkung haben. Er könnte sich auf deine berufliche Situation und auf dein Familienleben auswirken. Saturn, der in deinem 6. Haus für Gesundheit und Arbeit steht, bildet den ganzen Monat über eine konstruktive Verbindung mit Jupiter. Diese Verbindung, die am 19. Juni exakt wird, unterstützt dein persönliches Wachstum und ermutigt dich, dich auf dein Wohlbefinden und deine Organisationsstrukturen zu konzentrieren. Es ist wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst und dir Grenzen setzt, um die Herausforderungen zu meistern, mit denen du konfrontiert wurdest. Im Juni tritt Mars in dein geselliges 11. Haus ein und stärkt dein Selbstvertrauen in sozialen Situationen. Der Vollmond am 4. Tag deutet auf wichtige Gespräche hin, die in den nächsten 2 Wochen stattfinden können. Wenn du etwas verändern oder deine Welt umkrempeln willst, könnte es Widerstand von Familienmitgliedern oder Partnern geben, die den Status quo bevorzugen. Am 5. Tag tritt Venus in den Sternzeichen Löwe ein, ein großer Einfluss, der mit Ausstrahlung und Wärme verbunden ist. Da Venus sich mit Mars verbündet und die nächsten 4 Monate in deinem 11. Haus verbringt, könnte diese Zeit für dich gesellschaftlich erfüllend und fröhlich sein. In Bezug auf deine Beziehungen und sozialen Verbindungen. Vielleicht findest du dich inmitten von Gleichgesinnten wieder, die deine Leidenschaften und Interessen teilen. Dies ist eine fantastische Zeit, um Netzwerke zu knüpfen, Gruppen oder Organisationen beizutreten und mit anderen zusammenzuarbeiten. Dein natürlicher Charme und deine Diplomatie werden durchscheinen und es dir leichter machen, dich in sozialen Situationen zurechtzufinden und starke Allianzen aufzubauen. Vielleicht gewinnst du in dieser Zeit sogar neue Freunde oder potenzielle Liebespartner. Karrieremäßig konzentriert sich die Energie im Juni auf dein berufliches Wachstum und deine Stabilität. Da Saturn in deinem 6. Haus steht, wirst du dazu ermutigt, deine Arbeit diszipliniert und strukturiert anzugehen. Setze dir klare Ziele, führe Routinen ein und achte auf die Details. Deine harte Arbeit und dein Engagement werden nicht unbemerkt bleiben und du bekommst vielleicht Anerkennung oder Aufstiegschancen. Sei jedoch vorsichtig mit der Venus-Pluto-Opposition in den ersten 10 Tagen des Monats. Dieser Aspekt kann zu Machtkämpfen oder Konflikten in deinem Berufsleben führen. Es ist wichtig, dass du deine Integrität bewahrst, deinen Standpunkt vertrittst, wenn es nötig ist, und mit Herausforderungen diplomatisch umgehst. Vermeide es, dich in Büropolitik oder unnötige Dramen zu verwickeln. Im weiteren Verlauf des Monats verlagert sich der Fokus auf dein persönliches Wachstum und deine Entwicklung. Jupiters Ausrichtung mit dem Nordknoten kann dir positive Möglichkeiten bieten, deinen Horizont zu erweitern und neue Erfahrungen zu machen. Das kann Reisen, Weiterbildung oder spirituelle Aktivitäten beinhalten. Ergreife diese Gelegenheiten und erlaube dir, aus deiner Komfortzone herauszutreten.
In deinen Beziehungen bringt die Venus-Mars-Konjunktion in Löwe Ende Juni Leidenschaft, Aufregung und einen Energieschub. Diese Konjunktion kann die Funken in deinem Liebesleben sprühen lassen und die Verbindung mit deinem Partner vertiefen. Wenn du Single bist, ist dies eine günstige Zeit, um jemand Neues kennenzulernen und eine aufregende Romanze zu erleben. Insgesamt verspricht der Juni 2023 für dich, liebe Waage, Wachstum, soziale Kontakte und persönliche Erfüllung. Ergreife die Chancen, die sich dir bieten, bleibe ausgeglichen und vertraue auf deine Intuition. Wenn du dir selbst treu bleibst und deine Beziehungen pflegst, kannst du das Beste aus diesem dynamischen und transformativen Monat machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!